Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Mai-Version von der Goodie Box. Das ist diese Schätzelein aus Dänemark. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich kam von Korfu nach Hause und mich erwarteten ungefähr 10 Boxen. Deswegen habe ich mich jetzt heute mal ein bisschen zurechtgemacht und mache so einen kleinen Drehmarathon, ne? Und ja, heute ist die Goodie Box auch mit dran am Start. Die kostet 19,95 Euro pro Box und pro Monat. Sie enthält immer Produkte in einem echt hohen Warenwert. Also ich frage mich immer, wie die Boxen Menschen das so machen. Das ist immer total aufregend. Und sie kommt immer in diesem Schubladendesign, aber immer in unterschiedlichen Farben, sodass man sich daraus auch irgendwie so ein kleines Regal basteln könnte. Finde ich ganz cool. Ja, das ist jetzt eine Box aus Dänemark, also quasi aus dem hohen Norden. Und da haben wir dann auch immer Marken drin enthalten, die für uns so normalerweise gar nicht so super bekannt sind. Und das macht sie ganz schön attraktiv, finde ich. Und ja, ich mag die gerne. Ich finde sie sehr spannend. Wir haben hauptsächlich Pflege hier drin enthalten, ab und an auch mal ein bisschen dekorative Kosmetik. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie euch vorzustellen. Und ja, wenn du möchtest, wenn du möchtest, genau, dann nimm mal am Gewinnspiel teil, weißt du? Weil ich möchte gerne in diesem Video eine individuell zusammengestellte Beautybox verlosen, also quasi aus den Sachen, die ich bei mir habe, und dann bastel ich für euch halt eine Beautybox und die wird dann halt verlost. Alles, was du dafür tun müsstest, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren, denn ich zeige euch hier nicht nur jeden Monat die Goodiebox, sondern allerhand Beautyboxen, Unboxings von Adventskalendern, kommt im August wahrscheinlich schon wieder. Yay! Hauls, Reviews, Aufgebraucht-Videos, Schminkies, dies, das, Ananas. Also, ne, da bin ich immer sehr flexibel unterwegs und ja, auch so ein bisschen, dass ich ein bisschen was von meiner aktuellen Schwangerschaft erzähle. Ihr wisst Bescheid, ich bombardiere euch damit nicht allzu sehr, aber es prägt aktuell mein Leben, deswegen kommt natürlich so ein bisschen auch mal ab und an durch. Genau, und ja. Heute ist die Goodiebox am Start und ich bin sehr gespannt, denn das ist immer eine sehr herzerwärmende und bewegende Box, ne? Ich nehme jetzt einfach mal der Einfachheit halber die ganze Schublade raus und habe dann hier das, die Karte, ne? Das Leaflet an sich ist digital. Da kann man hier hinten einfach diesen QR-Code scannen und hat dann direkt Zugriff auf die Produkte, Anwendungstipps und die Preise vor allem auch. Aber ich möchte euch erstmal vorlesen, was die Boxenpacker sicher beim Boxenpacken gedacht haben. The Me, Myself, das ist meine, and I Box. O magischer Mai, die Tage werden länger und heller als je zuvor. Und viele von uns bekommen um diese Jahreszeit einen richtigen Energieschub. Same. Same, safe. Ich auf jeden Fall. Aber nimm dir genug Zeit. Nicht, dass du deine Sonnencreme vergisst, ne? Wenn du von einem Event zum nächsten hetzt oder einen kleinen Burnout bekommst. Besser nicht. Nein, besser nicht, Leute. Nicht nur nicht von der Sonne, sondern von einem zu vollen Terminkalender. Das ist halt echt so eine Sache, ne? Die Goodiebox erinnert uns halt immer wieder so daran, dass wir auch mal einen Gang zurückschalten sollen. Und das ist so wichtig. Wir haben die Box für diesen Monat mit genau diesem Motto im Hinterkopf zusammengestellt. Eine Box, die dich daran erinnert und dir dabei hilft, auf dich selbst aufzupassen. Mit Produkten, die dich alle auf ihre Art und Weise beschützen. Zum Beispiel Sonnenschutz, Schutz vor blauem Licht, Schutz vor Umweltverschmutzung oder Hitzeschutz. Cool, voll die Safebox, ne? Wir möchten dich auch daran erinnern, auf dich und deine Seele Acht zu geben, indem du für dich selbst einstehst, Pausen einlegst, wenn du es benötigst und daran denkst, dass es absolut in Ordnung ist, Pläne abzusagen, wenn du deine Meinung änderst. Das ist manchmal aber echt gar nicht so leicht, Leute, ne? Die sagen das, also es hört sich immer sehr leicht an, wenn man sich das hier so durchliest, aber das aufs reale Leben zu übertragen, erfordert manchmal wirklich Mut. Wenn du Hilfe brauchst, deine Gedanken zu ordnen, können wir dir unsere geführten Meditationen empfehlen. Diese findest du in unserem in unserem Member-Universum. Okay, also wenn du ein Mitglied von der Box bist, kannst du einfach auf der Homepage vorbeischauen und kommst dann in dieses Member-Universum wahrscheinlich und kannst dann dort die geführten Meditationen machen. Coole Sache, Leute. Wir widmen hiermit den Mai der Pflege von Me, Myself and I, Herzchen,
Wir hoffen, dass es dir gefällt. Mit Liebe, Team Goodiebox. Sehr, sehr cool. Ne? Also ich mag dieses Editorial einfach gerade bei der Goodiebox immer sehr, sehr gerne. Es ist einfach herzlich. Es wird weitestgehend auf Verpackungsmaterial verzichtet, was ich auch sehr nachhaltig finde. Wir haben hier immer so ein Butterbrotspapier, damit die Produkte nicht so durch die Gegend fliegen. Und hier dann den Blick in die Box. Also da sehe ich auch schon allerhand Produkte, wo ich mir denke, holla die Waldfee, hier geht die Post ab. Und zwar nehme ich als allererstes ein Produkt von Avant raus. Das ist etwas, wo ich, also viele, viele diskutieren darüber immer so hart, ne? Weil niemand würde sich diese Marke wahrscheinlich, also hört sich böse an. Otto Normalverbraucher würde nicht unbedingt in den Laden laufen und sich dieses Produkt für sehr wahrscheinlich über 100 Euro kaufen. Man freut sich aber schon, wenn es in der Box drin ist, denn die Pflege von den Avant-Produkten ist okay. Ne? Es ist meiner Meinung nach nicht unbedingt den Preis wert. Also das, ich freue mich einfach, dass es in der Box drin ist, ne? Die ja 19,95 kostet. Ist dann cool, hast du so ein Luxury-Feeling auf dem Gesicht und freust den Keks. Aber kaufen, und die machen das wahrscheinlich auch nur deswegen möglich, weil die Verpackungen anders sind als die Originalverpackung. Und dann hatten die wahrscheinlich irgendwann mal Umverpackungsänderungsgedönsen oder so und sind deswegen in die Boxen reingekommen. Rose Papaya Vitamin B5, Prolin Alanin Papaya, IH Nutri Revive Gentle Rose Beautifying Face Exfoliant. 50 Milliliter sind hier drin. Das hört sich erstmal so weit so gut an. Ich habe hier oben ja auch ein Video gedreht, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls euch das interessiert. Ich gehe halt hart jetzt so auf Inhaltsstoffe geil, weil ich mich da halt auch super mit beschäftigen muss. Ne? Weil ich kann jetzt einfach, ich habe ein bisschen mehr Verantwortung in meinem Bauch und deswegen kann ich nicht mehr alles verwenden und muss da halt auf ein paar Dinge achten. Das werde ich mir in Ruhe durchlesen. Ich weiß jetzt nicht. Hier sind PEGs drin, ne? Da muss man halt auch immer vorsichtig mit sein und gerade in der Schwangerschaft, ne? Das ist immer so eine Sache. Ansonsten werde ich mir das nochmal intensiv durchlesen und nicht dabei reden und dann kriegen wir das voneinander. Und dann schaue ich mal, ob ich das verwenden darf. Also als Peeling quasi, das ist auch interessant, ne? Gently massage a small amount into the skin after cleansing. Then rinse the skin through roughly with lukewarm water. Also das scheint dann auch wirklich, ich weiß nicht, ob das dann ein mechanisches Peeling ist oder ob das ein, würde ich jetzt eigentlich denken, ne? Ich muss jetzt auch nochmal nachschlagen vor allem, weil ich jetzt natürlich auch keine mechanischen Peelings verwende. Das ist halt noch verschlossen. Und wenn es halt ein mechanisches wäre, würde ich es weitergeben. Wenn das etwas ist, was ich aktuell nicht verwenden darf, würde ich es auch weitergeben. Nö? Alles Recherchegeschichte. Dann habe ich hier so ein Produkt, das hatten wir auch schon mal irgendwo mit drin. Food Lab Co. Instant Foot Peeling. Auch schon wieder ein Peeling, Leute. Jetzt aber für die Füße. Wir brauchen jetzt wunderschöne Füße, aber wir zeigen die jetzt ja auch ziemlich, ne? Auch da werde ich mich natürlich nochmal mit befassen. Das hatte ich auch schon mal da. Habe ich, glaube ich, in der Dusche stehen gehabt. 30 Milliliter sind hier drin. Und das hat schon was mit meinen Füßen gemacht. Ist verrückt, aber es ist so. Das ist so ein Sprühvieh. Lässt du dann eine Minute drauf und dann hast du halt wirklich schöne Füße. Ist schon cool, weil das die Füße irgendwie so weicher macht. Muss ich vielleicht nochmal ausprobieren, mir die Inhaltsstoffe nochmal reinziehen. Weil wenn da jetzt, gut, hier steht irgendwas mit Chlor und so, ne? Wobei jetzt Chlorwasser darf ich ja auch. Ist ja kein Problem. Wenn da jetzt so Salicylsäure oder sowas drin wäre, müsste ich halt aufpassen. Ich glaube, das darf ich nehmen. Sammy weiß das auch nicht so genau. Ne? Wir gucken mal. Ich dachte gerade, das Licht wäre da hinten aus. Nö. So, dann habe ich hier was so Eingepacktes. Es fühlt sich nach so einem Lavastein an. Wisst ihr, was ich meine? So ein Peelingstein für die Füße zum Beispiel. Von Moshi Moshi Mind. Da hatten wir auch schon ein oder zwei Mal, auch in der Goodiebox, so Haarturbane drin. Sind mir beide leider beide kaputt gegangen. Echt schade. Jo, das ist so ein richtiger Lavastein. Da geht die Party ab. Da muss man jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht alles zukrümel. Und damit, also das ist halt ein Bimsstein, nur halt super natürlich. Da wäre ich auch sehr vorsichtig mit, weil das halt sehr grob ist, ne? Aber halt schön, um Hornhaut an den Füßen zu entfernen. Ja, wie riecht ein Stein, Claudia? Nach Stein halt. Ja, angenehm. Finde ich cool. Doch, definitiv. Ich glaube, wir haben aktuell auch keinen Bimsstein bei uns in der Dusche. Das heißt, es wäre ganz gut. Ich sag's dir. Krümelst du den ganzen Tisch damit voll. Hausfrau. Hausfrau am Start hier. Finde ich gut. Ne? Also das passt dann auch sehr gut mit diesem Fußpeeling, weil das lässt du eine Minute einwirken und danach verwendest du halt sowas. Ja, ne? Das ist halt ein bisschen grob, aber irgendwie finde ich das ansprechend.
Dann habe ich hier eine Haarmaske drin. Super Glow von Antonio Axu. Herr Couture. Shine. Das kann ich gut gebrauchen. Das finde ich gut. 150 Milliliter sind hier drin. Machst du rein, lässt du 5 bis 10 Minuten drin. Und dann geht die Party ab. Das ist cool. Ne? Finde ich jetzt so auf den ersten Moment ansprechend. Sieht schön aus. Riecht auch angenehm. Ach, hier sind PEGs drin. Ich weiß nicht, wie das in den Haaren ist. Auf der Haut soll das ja nicht so gut sein, ne? Das riecht sehr fruchtig, sehr angenehm. Das mag ich gerne vom Duft her. Schön, ne? So eine Haarmaske und so Schein kann ich gut gebrauchen. Ich habe ja, ne? Also die Haare werden sonnengeschädigt. Da kannst du jetzt natürlich nichts gegen machen, wenn man viel draußen ist, ne? Da kann man sowas gut gebrauchen. Jo, guck, das war jetzt das vierte Produkt. Und jetzt komme ich zum fünften und letzten Produkt. Den fünf haben wir ja immer hier drin. Und hier haben wir dann auch den versprochenen Lichtschutzfaktor drin. Von Dr. Botanicals Apothecary Limited Edition 30. Lichtschutzfaktor 30. Sun Protection Body Cream 50 Milliliter. Ich finde Lichtschutzfaktor 30 für den Körper vollkommen in Ordnung. Ne? Also da wird man dann halt noch ein bisschen braun. Man soll es nie übertreiben, dass man zu lange in der Sonne abchillt, das ist klar. Aber, ne? Wenn ich Lichtschutzfaktor, also wenn ich jetzt so wirklich in den Garten gehe vorne, ne, Vorbeet oder, keine Ahnung, Unkraut zupfen, bla, dann nehme ich einen höheren, weil dann ist mein Rücken halt echt pick in der Sonne. Aber wenn ich ja einfach nur so rumsitze, in der Hängematte abchille und aufpasse, ne, dann ist 30 vollkommen in Ordnung. Und 50 Milliliter ist auch eher was zum Ausprobieren, weil ich habe einen großen Körper. Ich bin 1,73 groß, ne? Bauchi wächst halt natürlich auch so ein bisschen und braucht dann auch ein bisschen mehr Liebe. Aber zum Ausprobieren ist es ganz gut und ich glaube, Dr. Botanicals ist nicht allzu günstig. Dementsprechend zum Ausprobieren finde ich es schön. Und ich mag einfach Lichtschutzfaktor. Also hört sich total verrückt an, aber ich mag gerne mich einzucremen und diesen Duft von Sonnencreme auf dem Körper zu haben und zu riechen. Als würde ich gleich, also ich rieche gerne nach Sommer. Ist crazy? Es tun wahrscheinlich viele, oder? Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich das fünfte und letzte Produkt. Und das war jetzt die Goodie Box, wo wir schöne Produkte drin haben. Ich glaube, wertechnisch sind wir hier ziemlich groß hoch dabei. Gut, wir haben diese zwei Fußprodukte. Das finde ich ein bisschen schade, Schokolade. Also ich persönlich als jemand, der gerne seine Füße pflegt, finde es gut. Aber ich glaube, dass manche das blöd finden und sagen, Mensch, da hätte ich doch lieber irgendwie das ein oder andere dekorative Kosmetikprodukt oder so drin gehabt, ne? Oder ich weiß nicht. Ansonsten ist es eine schöne Box. Doch, ne? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne austauschen. Ja, eine schöne Start in den Sommer hinein Box. Und das war es jetzt auch hier von mir und meinem Video. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch bitte, bitte, bitte sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Lass es mir reden. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Es ist zu warm, Leute. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!